Ja, doch, wäre schlau loszulegen. Bevor die nun doch noch in Bewegung kommen und anfangen, die Viecher zu jagen, ne? Und die Beute wegnehmen. War doch klar, dass das ist. Das ist wirklich nicht mein Problem. Gebratenes Fleisch. Ich dachte, das wäre schon mal Fleisch. Oh. Jetzt krieg ich langsam Lust auf ein Steak. Oder so einen schönen Burger. Erstmal abwarten. Ja, man darf auch nicht alles glauben, was man sagt. Wieso rennt der Butler weg? Hast du es gesehen? Ich höre nicht mehr. Nee. Da ist gerade ein Butler einfach weg am Ranzen. Feige Sau. Oh. Der hat's eilig, ja. Muss wahrscheinlich aufs Klo. Ja, so hat man ja mal, ne? Ja. So ein Bedürfnis, das ich durchaus nachvollziehen kann. Ja, also die. So gerade als Streamer merkt man das manchmal doch. Ja. Was ist denn hier? Leitern. Jede Menge Leitern. Das klang, als ob jemand gestorben ist. Ja, vielleicht ist der weggerannt ist, gerade runtergefallen. Jep, ist er. Da liegt er. Oh Mann. Was ist denn dabei? Die Fackel, Bier, Brot, Nagelkeule. Alles meins. Er braucht ja nicht mehr. Das ist sie. Was? Ja, die Königin. Hier ist woanders. Ja, der ist immer da. Ich kann auch nichts dagegen machen. Ich habe schon eine disponiert, aber irgendwie geht er nicht weg. Ja. Ich merke das mittlerweile gar nicht mehr. Das ist schon so normal für mich geworden, richtig, dass er da richtig ist. So. Genau, Augsklave. Junge, red mit mir. Ich habe gehört, du bist der Schmelzer. Du bist ja ein ganz schlauer Bursche. Ich habe gehört, ihr schmelzt nur einen Teil des Erzes ein. Früher haben wir alles Erz eingeschmolzen. Aber damit waren Gomez und die Magier nicht einverstanden. Wochenlang haben sie sich hier rumgetrieben und haben das Erz und alles andere untersucht. Sie haben hier rumgeschnüffelt. Ihre feinen Nasen in Sachen gesteckt, von denen sie keine Ahnung haben. Das Ende vom Lied war, dass wir nur noch einen Teil des Erzes einschmelzen. Die Magier sind nicht mehr hier runtergekommen. Kannst du mir Erz geben? Wenn du mir Waren geben kannst. Irgendwas, was ich verkaufen könnte. Sogar. Das ist einfach ein Feature. Aber das mit dem auf einem Bildschirm, das ist tatsächlich mal eine Idee, die ich ausprobieren sollte. Was, Aufnahmen auf einem anderen Bildschirm? Den Mauszeiger auf dem anderen Bildschirm schieben und dann so öffnen. Mhm. Das würde allerdings voraussetzen, dass ich kurz auf meinen Schlüssel brauche ich nicht, Becher brauche ich nicht, Kuh brauche ich auch nicht. Die Fackel brauche ich ja auch nicht alle. Ja, nee. Super. Ein bisschen erst gekriegt. Könnte ich aber mal speichern. Und dann raustappen. Seht ihr mal kurz meinen Desktop.
Yay, Desktop! Nö, ist immer noch da. Schade. Ne, ist ein Feature, gehört dazu. Ja, 100er Schritte weiß ich, aber wie die 10er Schritte gehen, keine Ahnung. 100er Schritte, 10er Schritte, was meint ihr? Bei dem Geld. Also dem Herz. Wieso kann ich an Combo, ja. Verdammt! Ich kann den Minecrawler nicht looten. Das ist eine Scheiße. mit OBS, tatsächlich. Genau. Das ist das Programm, was mir gesagt wurde, zu nutzen. Ja. Ist ja auch ein gutes Spiel. Ja. Bisher hat es immer seinen guten Dienst Getan, genau. Habe ich tatsächlich gemacht. Ob du es glaubst oder nicht, habe ich gemacht. Glaube ich zumindest. Habe ich gemacht, glaube ich. Ich kann auch nochmal nachschauen. Das ist allerdings ein Gedanke. Das müsste man nochmal ausprobieren. Einstellungen. Ah, Mauszeiger ist aus. Ganz tatsächlich und wahrhaftig Mauszeiger ist aus. Ich dachte, ich habe damit schon ein bisschen rumexperimentiert, aber es will einfach nicht weggehen. Hier. Ich habe gerade festgestellt, du kannst sogar die Einstellung eines Charakters ändern. Also ob er, wie er steht, nach den Regeln, entspannt, normal, nervös. Echt? Ja. Deswegen steht Alex auch immer so gerade, wenn er Weil ihm das so befohlen wird. Weil ihm das so befohlen wird. Braver kleiner Soldat. Richtig. Das passt aber auch so perfekt irgendwie mit seiner Sonnenbrille und alles. Ja. Dam, 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 dam. Was hab ich denn jetzt für einen Ring eigentlich rausgezogen? Was kann der denn? Geschicklichkeitsbonus. Meiner. So, da habe ich noch einen Bogen gefunden. Ist das, ist der Mauszeiger immer auf derselben Stelle, wo ich war? Kann einen langen Bogen nutzen. Ja, tatsächlich ist das. Soweit ich das sehen kann, ja, doch. Also ich meine, der ist eigentlich immer genau in der Mitte vom Bildschirm. So wie ich das sehe. Also wirklich genau in der Mitte. Was Spannendes verpasst. Ich spiele Gothic. Ich finde, das ist schon spannend genug. Ja. Na, traust dich ran? Feige Sau! Tut jetzt deine großen Brüder wahrscheinlich. Ich schon meine Brüder. So nach dem Motto.
Weil sonst kommt es davon, weil du Gothic über Steam startest. Okay. Wenn man das Spiel startet, dass der Mauszeiger in die Position zuletzt war, dass man das nächste Mal. Ja. Klingt plausibel, glaube ich. Ich habe es nicht richtig verstanden. Nee, aber das immer in der Mitte vom Bildschirm. Ich bringe jetzt hier auch einfach mal alles um, was ich sehen kann. Und sammle alles ein, was ich sammeln kann. Wie gesagt, das ist wirklich immer exakt in der Mitte vom Bildschirm. Also bei mir. Ne, ansonsten. Er war zwischendurch irgendwann mal war er weg am Anfang. Aber jetzt ist er immer da. Egal, was ich mache. Guck mal, das guckt er auch für dich nach. Das ist schon ein Schatz, der Kleine. Ne? Ja, total nett. Ich kann jetzt irgendwie nicht überzeugen von mir. Aber ich meine das tatsächlich ernst. Finde ich cool. Ja. Ja, ich finde das klasse, wenn Leute sich da so. Mich stört er, wie gesagt, mich stört er mittlerweile überhaupt nicht mehr. Ich nehme das fast nicht mehr wahr. Der ist einfach da. Und das war's. Ja. So. Dann. Ja, du bist nicht so ein ganzes Speichermonster wie ich, ne? Vor allem muss ich so nicht so oft nachladen. Ja. Ja, ich sehe ihn auch im Spiel. Der ist jetzt nicht nur hier so zu sehen, der ist auch im Spiel. Bei mir auf dem Bildschirm. Sollte ich hier nicht, das ist der kaputte Stampfer, genau. Herzhaufen. Es muss hier irgendwo ein Nest der Minecrawler geben. Dieser ganze verdammte Berg ist ein einziges Nest. Warum ist dieser Schacht versperrt? Egal wie viel Crawler wir getötet haben, von dort kamen immer wieder mehr. Dann wird dort irgendwo ein Nest sein. Lass mich das Tor öffnen. Nein, erst wenn Ian die Erlaubnis gibt, wird dieses Tor geöffnet. Vorher geht gar nichts. Ian, immer muss Ian alles sagen. Ist er der Chef hier oder was? Ian. Alle verliebt in Ian. Leute, ist hier eine Leiter? Ich besteige sie. Warte, das klingt falsch. Yep. That's politically incorrect. And I like it. Den 108K Patch, das war's. Ja, das ist ja nicht richtig. Nee. Also diesen Start-Patch, der empfohlen wird von DLG. Oder auch Bock. Genau, das war der, dass das Spiel überhaupt läuft. Klingt sehr. Klingt wichtig, ne? Ja. So, hab ich irgendwas vergessen oder hab ich alles? Ich hab alles, oder? Ja, da hin. Aha! Hier geht's ja noch hin.
Speichern. Ich gehört, ist wichtig. In der Indie-Datei einfach den. Ja, gut, Indie-Datei. Da wage ich mich nicht so gerne ran. Einfach den Mauszeiger löschen. Wie soll ich da jetzt runterkommen, wenn die Viecher da unter der Leiter auf mich warten? Das finde ich doch, das ist doch doof. Runterspringen. Guck jetzt mal an, wie die nach mir gieren. Ja. Yeah. Die wollen nur spielen. Die wollen mit meinen Knochen spielen, ich muss schon sagen. Ja. Lass sie doch mal. Nein. Die Armen. Die wollen meine Knochen nämlich vorher aus mir entfernen, um damit zu spielen. Das mag ich nicht. Bin ich kein Fan von. Verstehe ich nicht, warum? Ich häng da drin, dass meine Knochen in meinem Körper sind. Das ist, wieder. Finde ich gut. Das fühlt sich gut an. Ja, ich mal wieder. Ich weiß, ich stelle mich wieder an. Ja, das ist schlimm, ist erst recht. Deine abgezogenen Haut auch. So, das waren die. Da ist das Zahnrad. Eins. Yay, Zahnrad gefunden. Ich verschiebe die Kräuter, die hier liegen, ein. Guck mal, geht's noch weiter. Da geht's hier noch weiter. Aber nicht viel. Oh. Das war's schon. Schade. Da braten wir noch einen an Schorsch. Schade. Was? Schorsch. Warum Schorsch? Naja, einfach so. Achso. Du sagst, dass das da weitergeht. Nee, tatsächlich. Ich hab mich gehört. Da, 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 da. Leiter rauf, Leiter runter, Leiter rauf, Leiter runter. Nicht bei allen Leitern. Auf und runter? Ja, es ist mal so eine. Ja, es geht bei allen Leitern. Was machst du da schon wieder, sag mal? Blödsinn. Ja, gut. Das ist irgendwie nichts Neues. Okay, auch nicht schlecht. Aber bei eins ist die Lösung jetzt nicht so leicht. Na gut. Ja, na gut. Dann müssen wir alle mit der Maus leben. Hilft alles nichts. Ah ja, irgendwas ist ja immer. Genau. So, Ian, hier hast du dein beschissenes Zahnrad. Ich habe das Zahnrad. Hey, gut gemacht. Ich denke, das wird klappen. Nun zu dir. Du suchst das Nest der Mindcrawler. Geh mal zu Asghar. Er soll das Tor öffnen, damit du die dunklen Schächte durchsuchen kannst. Sag ihm einfach, alles ja, wird gut. Genau. Dann wird er wissen, dass ich die Erlaubnis gegeben habe. Das Feature haben auch nur wir. Das, Ich schaue mich mal um. Mach keine. Das ist quasi für uns ein PC-eigenes Feature. Ja. Aber behalten. Unser Markenzeichen, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Mäuse. Klar. Mauszeiger. Ja. Es gibt schlimmere Markenzeichen. Das ist wohl richtig. Welcher Code? Was ist der Code? 0101? Das ist eine gute Frage, weil 2 gibt es nicht. Woher hast du den?